Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Hexit. Sodele, jetzt habe ich ein paar Tage nicht gespielt. Ich habe nämlich jetzt es geschafft. Watch Dogs Aufnahmen sind beendet. Komplett. Aber ich sehe schon, der Zombie ist immer noch da. Der hier irgendwie komisches Zeug auf mich wirft. Das finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so toll. Da muss man auch mal sagen. Das ist nicht nett, Herr Zombie. Jetzt esse ich erstmal, dass ich wieder komplett voll bin. Ich weiß auch gar nicht, was das für ein komischer Debuff jetzt ist, den ich da drauf hab. Krieg ich den überhaupt? Wieso hängt denn der an der Treppe? Kann der nicht hochkommen? Wow! Ich brenne! Das ist aber doof. Brennen will ich ja nicht. Was war das? Was hat denn der überhaupt für Specials? Feuriger Alchemist, IUP, Dings da, was auch immer. Wir stürzen uns einfach drauf. Aber irgendwie verliere ich den immer wieder aus den Augen. Ah, los jetzt! Stirb! Der muss jetzt drauf gehen. Was er hiermit auch getan hat. Sehr schön. Endlich ist er tot. Ich stehe in Flammen, aber das macht nichts. Ich bin Feuer und Flamme. So, aber ich höre es irgendwo klappern. Das heißt, irgendwo müsste noch ein ja, Skeletto herumrennen. Und ich habe mir jetzt gedacht, weil ich ja gesagt habe, ich will uns endlich mal ein Häuschen bauen oder so. Jetzt gucken wir erstmal kurz hier hoch. Mal die Lage abchecken, ob noch alles da ist. Jawohl, da habe ich ja letztes Mal noch schön eingepflanzt. Ich würde jetzt gerne mal wissen, was das für ein Effekt ist, den ich da drauf habe. Ist das jetzt hier irgendwie... Kann ich schneller schwimmen oder... Das ist Unterwasseratmung, ja? Guck mal. Ich kann unter Wasser bleiben, solange ich will. Die Frage ist nur, ob ich das will. Nee, ich will es jetzt erstmal nicht. So, es gibt ja die Möglichkeit, sich etwas schönere Steine zu machen, ne? Weil diese, na, ich sag schon, diese ganz normalen abgebauten Steine, die sind jetzt nicht immer unbedingt hübsch. Wobei ich die jetzt schon ganz cool finde. Aber, jetzt müssen wir gerade mal schauen. Lederhose habe ich gefunden. Hodlariti! So, eine Diamantenglewe. Die Frage ist jetzt halt, das ist wahrscheinlich auch nur... Ah, da steht's ja, Unterwasseratmung, Mensch. Ne, Unterwasseratmung, okay. Ne, die Glewe, ob die jetzt nur einmal verwendbar ist oder wie das da funktioniert. Also ich werde mir das gleich mal anschauen. So, jetzt nehmen wir mal Pflasterstein. Weil ich glaube, den kann man brennen. Genau. Jetzt gucken wir mal, was dabei rauskommt. Ich will mir das jetzt mal anschauen. Ich glaube, da kommt einfach nur dieser Clean Stone, wie es im Fachjargon heißt. Also einfach nur ein ganz normaler Stein raus. Genau. Dann lasse ich das jetzt mal durchlaufen. Guck mal, was ich da sonst noch irgendwie machen kann. Aber wohl irgendwie eher nix. Ich kann einfach mal zum Testen, aber ich glaube, das habe ich schon mal getestet. Redstone draufhauen, aber ich glaube mit dem... Oh, Tanned Leather. Das habe ich auch fertig. Nee, also mit Redstone kannst du nichts machen. Da kannst du schlicht und ergreifend Redstone-Blöcke bauen. Wäre auch lustig, ein Haus aus Redstone. Aber wir wollen mal nicht übertreiben, nicht größenwahnsinnig werden. Ich will jetzt einfach mal ein kleines Häuschen dann demnächst mal bauen. Und dazu nehmen wir... Das mache ich eigentlich aus Kies. Gleich mal testen. Nichts. Geil. So, was hat Katja gesagt? Da ist ein... Oh, Tatsache. Ja, dieses Mülleimer-Symbol, das hat mir wohl irgendwann mal gefehlt. Oder beziehungsweise, es war ja eigentlich immer da, ich hab's nur nicht gerallt. Alles kein Problem, hab alles im Griff, wie immer. oder auch nicht. Was wollte ich denn? Wir brauchen natürlich, um ein Häuschen für ein Haus, ein vernünftiges, brauchen wir natürlich auch Glas, also Scheiben. Und ich meine, das ging irgendwie mit Sand. Jetzt gucke ich mal. Glas. Nee, nicht Glas mit F, sondern Glas mit G. Weil Glas. So, es gibt auch farbiges Glas. Es gibt klares Glas. Das ist, glaube ich, das, was ich suche erstmal.
Geschmolzenes Glas. Hä? Basic Glass Wall? Bin ich jetzt doof? Oder ist das das richtige Glas? Hä? Genau, Sand. So, was ist Glasscheibe? Ah, also ich muss erst Glasblöcke bauen und dann Glasscheiben. Und ich könnte das Ganze nochmal einfärben mit Farbstoff. Wie kriege ich Farbstoff? Kaktusgrün. Irgendwas Blaues. Was ich, wenn ich jetzt rote Scheiben will? Rosenrot. Ah, wird gewonnen aus Rosen. Wie, abwegig. Aha. Na, ich habe mich mit dem Glas noch gar nicht so beschäftigt, muss ich ehrlich sagen. Grau getöntes Glas. Grauer Farbstoff, Knochenmehl und irgendwas anderes komisches Graues. Na gut, das heißt, wir besorgen uns erstmal Sand, so wie ich das jetzt richtig verstehe. Wenn ich das richtig verstehe. Die Lederhosen können wir weghauen. Und was wollte ich noch mitnehmen? Also was brauchen wir denn? Ach so, eine Schaufel. Ich habe ja gar keine Schaufel mit. Den Bogen hauen wir auch raus. Ne, halt mal. Doch. Ach shit, den hätte ich jetzt benutzen können zum Reparieren. Naja, egal. Vergesst, was ich gesagt habe. Alles gut. So, Schaufel habe ich ja keine mehr, weil die ist ja, glaube ich, abhanden gekommen, als ich hier krepiert bin. So, machen wir das nochmal schön geordnet. Was war denn das gerade? Hä? Sinn? Ich habe keine Ahnung. Wir machen uns das eine Schaufel. Faden. Was habe ich hier noch rumliegen, ey? Gibt's ja gar nicht. So, Eisenschaufel. Sollte hoffentlich eine erstmal reichen. Dann legen wir das nämlich wieder rein. Mitsamt Stock. Mit Stock und Stein. Na, die Steine behalten wir erstmal. Genau, dann legen wir uns die mal dahin. Und packen die Axt weg. Und zwar dahin. So. Jetzt gucken wir mal. Faden können wir noch hier reinlegen. Wieder ein bisschen Platz schaffen, ne? Nicht, dass ich hier wieder total überlagert bin und irgendwie, ja. Wie soll ich sagen? Keinen Platz habe und nach einmal abbauen schon wieder rein muss. So, was haben wir hier? Ne, das war das nicht. Das will ich noch loswerden hier, dieses Emerald Shard Dings da Teil Gedöns. Was ich mit dem Zeug alles anfangen kann, das muss ich mir auch erstmal durch den Kopf gehen lassen. Also ich habe keinen Plan. So, achso, Tür zu, Tür zu. Tür zu. So viel Zeit muss sein. So, jetzt werde ich einfach mal Sand besorgen gehen. Werde gedacht, dass ich das wirklich mal brauchen werde, aber es ist tatsächlich so. Für die Leute, die sich jetzt fragen, warum ich hier so lustig rumspringen kann, ja, ich habe ja letztens solche lustigen Wolken- oder Himmelsstiefel gefunden. Ach so, scheiße, ich flut hier schon wieder alles. Egal. Ja, ich habe diese Himmelsstiefel da gefunden. Ja, dann nehmen wir einfach mal das hier weg. Solange ich noch Unterwasseratmung habe, kann ich ja auch unter Wasser abbauen. Dauert zwar minimal länger, aber das ist echt kaum spürbar. Ich will ja oben nicht die Landschaft schon so arg versandeln, vor allem verschandeln. Versandeln ist aber auch gut. Deswegen werde ich jetzt hier erstmal abbauen. Einfach mal ganz viel mitnehmen. Ich weiß ja nicht, weil ich glaube, das wird in rauen Mengen benötigt, wenn es dann mal daran geht, das einzuschmelzen, beziehungsweise zu Glas zu verarbeiten. Ja, was gibt's sonst so Neues? So nebenbei. Ich habe jetzt fertig. Also ich habe jetzt fertig, genau. Alter, mein Deutsch ist heute wieder legendär. Nicht. Ich habe fertig. Giovanni Trapattoni wäre stolz auf mich. Ich bin jetzt fertig mit Watch Dogs Bad Blood. Und habe jetzt insgesamt es auf 40 Folgen gebracht. Das heißt, ein bisschen Programm ist noch da. Aber das war's erstmal von diesem Spiel. Denn bisher ist ja kein neuer DLC angekündigt. Aber ja, ich will jetzt nicht zu viel verraten. Aber ich denke mal schon, dass da theoretisch nochmal ein DLC kommen wird. Außer die schaffen es dann oder wollen es dann so machen, dass sie eben die nächste oder die weitere Story um die Hackergruppe, um Aiden, um T-Bone und wie sie alle heißen, gleich ins nächste Spiel verpacken wollen. Das könnte natürlich auch sein. Aber ich glaube,
jetzt schon über Watch Dogs 2 nachzudenken, ist ein bisschen früh. Also, es hieß zwar, okay, eventuell, weil es läuft ja doch ganz gut. Ist zwar nicht der GTA-Killer gewesen, das habe ich ja schon ein paar Mal erwähnt. Aber letztlich ist es doch ein sehr gutes Spiel geworden. Wirklich so eine Kreuzung aus, ja, vereinfacht gesagt, wirklich Assassin's Creed und GTA eben. Und deswegen, also ich fand die Kombination echt geil und es hat auch übelst Laune gemacht. Ich fand den DLC sogar besser als das Hauptspiel. Und deswegen würde ich mir natürlich einen eventuellen zweiten Teil sofort holen. Wer da mit von der Partie. Aber ich glaube, das nächste Open-World-Action-Baller-Gedöns-Teil-Spiel, wie auch immer ihr das nennen möchtet, wird dann wohl GTA 5 sein auf meinem Kanal. Zumindest wenn es um Geballer und so weiter geht, weil Assassin's Creed ist ja im Prinzip das Gleiche, nur eben in einer anderen Zeit angesiedelt, also in der Antike bzw. im Mittelalter oder wie jetzt mit Unity zur Zeit der Französischen Revolution. Ich schlaf mal lieber, weil ich will irgendwie nicht gestört werden bei meiner Buddelei. Deswegen gehe ich mal rein. Ich habe eh schon ohne Ende Zeug gesammelt. Werden wir uns gleich mal an die Arbeit machen, beziehungsweise den Ofen arbeiten lassen. Der hier ist auch bald soweit. Dann werden wir uns erstmal kurz hinlegen. Ja, man muss ja ein bisschen Vorbereitungen treffen. Aber ich glaube, ich muss allgemein noch ein bisschen Material sammeln. Dabei kann ich natürlich mal wieder so ein bisschen nach meinem Feld gucken. Na, wie es da aussieht. Könnte man da theoretisch schon. Nee, ist noch nicht alles gewachsen, so wie das aussieht. Dann lasse ich das noch stehen. Und ja, Katja hat mir auch den entscheidenden oder wichtigen Hinweis gegeben, worauf ich echt mal achten sollte, dass wenn ich mein Zeug ernte oder irgendwas anderes Einfaches einsammle, dass ich da die Waffe wegpacke, beziehungsweise das Werkzeug, weil das nimmt ja trotzdem Schaden, auch wenn es letztlich keinen Effekt hat. Das ist wie wenn ich mit dem Schwert auf Stein draufhaue. Oh, meine Wasseratmung ist weg, scheiße. Ja, gut, dass ich es auch irgendwann merke. Was ist denn das hier? Dürfte ich erfahren, was das hier ist? Hä? Lehm? Echt jetzt? Okay. Den habe ich ja noch gar nie gesehen. Nehmen wir mal mit. Beziehungsweise ich gucke jetzt gleich mal rein, was. Oh. Wieder nach oben. Das ist lustig. Er muss immer nur einmal ganz kurz Luft holen. Das ist eigentlich gerade wurscht. Ob der jetzt am Absaufen ist oder ob ich eigentlich noch genug Luft habe. Also wenn man einmal hochspringt, dann ist das erledigt. So, schnell Brot essen. So, dann gucken wir nochmal, was wir aus Lehm alles herstellen können, falls ich da was finde. Halt. Lehm, Junge. Weiß nicht, wie Lehm geht. Aber aus Lehm mache ich wohl Lehm, wie es aussieht. Ach, scheiße. Was ist Lämmer? Klingt fast schon russisch. Lämmer. Oder? Roter Pflasterstein. Okay. Das ist ja auch schön eigentlich. Also da könnte ich das in Rot machen. Pflastersteine, die kann ich ja, glaube ich, also die normalen, die müssten ja eigentlich so ganz normal abbaubar sein. Abbaubar. Alles klar. Das müssten ja eigentlich diese sein, die man ganz normal findet eben. Wie jetzt? Tome of Alcahest. Aus Redstone, einem Buch und Pflasterstein kann ich viel Pflaster. Ah! Das sind dann diese. Alter. Eine Netherwarze. Wie kriege ich denn sowas her? Magma-Creme. Lohnstaub und Schleimball. Aha. Boah Gott, das ist ja richtig komplexes Crafting hier. Okay, ich glaube, da werde ich noch eine Weile zu tun haben, wenn ich das irgendwann alles mal erlernen möchte. Ja, also Minecraft erstaunt mich immer wieder, dass es wirklich so umfangreich ist. So, wahrscheinlich habe ich jetzt schon viel zu viel eingesammelt. Aber jetzt bauen wir gerade hier noch so ein bisschen ab. Die Schaufel ist eh bald hinüber. Ach so, richtig, die Unterwasseratmung.
Ich wusste das. Ich wollte es nur testen, ob ihr es merkt. So. Mal hier gerade noch die zwei weg. Ah, jetzt soll es reichen. Also wenn ich jetzt nicht genug Sand habe, dann weiß ich auch nicht. Und den Lehm lasse ich erstmal außen vor, weil, ja. Wie soll ich sagen? Brauchen wir erstmal nicht. So. Dann holen wir hier erstmal den Clean Stone raus und hauen direkt die nächste Ladung Sand rein. Oh, Glas geht auch gut voran, okay. So, was könnte ich denn noch? Warte mal, verrottetes Fleisch, das schmeißen wir gleich mal raus, das braucht kein Mensch. Und demnächst sollte ich mir überlegen, ob ich mir noch einen Ofen irgendwo hinstelle, aber ich will ja umziehen, ne? Deswegen, das ist ja doof. So, Diamond Glaive. Diamond, was ist das denn alles? Obsidian Lumber Axe. Echt jetzt? Obsidian-Werkzeug beziehungsweise Waffen? Wie baue ich denn das hier zum Beispiel? Ich will wissen, wie ich es baue. Ich will es mir nicht ercheaten, Mann. Gar nicht. Ach so, mit diesen Formen. Geht das dann irgendwie, oder was? Hä? Hexical Diamond. Okay. Das ist ja cool. Was gibt's hier sonst noch auf der Seite? Diamanttruhe. Kannst auch übertreiben. Diamanterz? Echt jetzt? Das hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht für möglich gehalten. Diamond Sledge, Diamond Scythe, eine Diamantensense. Ein Großschwert. Oh, da gibt es ja richtig geile Waffen. Dann können wir mal die Glaive testen, was die so tut. Ne? Ich habe die ja mehr oder weniger ausgerüstet. Kann ich die? Was macht das? Ist das sowas wie ein härterer Schlag oder so? Jetzt bräuchte man mal einen Gegner, an wem wir es ausprobieren könnten, ne? Warte mal, machen wir mal Tür zu. Habe ich schon wieder vergessen? Meine Güte. Es läuft nicht. So, Unterwassergegner töten ist doof. Da kann man es nicht so richtig erkennen. Deswegen suchen wir uns einen oben. Ich hüpfe hier mal wieder rum, wie der letzte Flummi. Und ja, die Schokobos lassen wir mal leben. Stimmt, da habe ich ja noch das Buch rumliegen. Mittlerweile bin ich ja wieder so weit, dass ich sage, okay, ich kann es vorlesen. Meine Nase ist nicht mehr ganz so zu. So, jetzt testen wir das mal. What? Junge, das Ding, dem ist ja richtig der Arsch geplatzt, könnte man fast sagen. 12 Schaden? Der normale 6. Okay, der normale Schlag 6. Aber der aus, der aufgeladene Schlag, sage ich jetzt mal, 12. Das ist ja richtig heftig. Boah, ist das krass. Übelste Imba-Waffe. Ah, da ist eine Rose. Komm, machen wir es nochmal. Das war so lustig. Bam, One Hit. Nicht schlecht, Herr Specht. Okay, dann würde ich sagen, wir haben genug gesammelt für heute. Ich habe auch ein bisschen wieder was erzählt, ne? So nebenbei kann ich ja dann eher mal was erzählen, als wenn ich hier versuche, irgendwas zu bauen. Werde die Folge erstmal beenden. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Und wie gesagt, macht mal ein bisschen Vorschläge, was ich jetzt eventuell bauen kann oder soll oder nicht. Ich werde mir auf jeden Fall mal eine kleine Hütte hinpflanzen und dann eventuell auch schon mal ein bisschen im Voraus wieder aufnehmen. Aber letztlich, will ich ja irgendwann mal was richtig Besonderes machen. Dazu muss ich aber erstmal noch ein bisschen üben, ne? Das geht so nicht, ohne weiteres. So, dann werde ich die Folge erstmal beenden. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao, Leute.